beherrschen müssen. Ha! Tschüss Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mickey Malt. Diesmal geht es ums Thema Hamilton. Hamilton ist eins meiner Lieblingsmusicals, obviously. Also falls ihr nicht into Hamilton seid, solltet ihr vielleicht ein anderes Video gucken. Oder ihr wollt halt einfach sehen, wie ich ein neues Bild zeichne und dann könnt ihr mir trotzdem einfach beim Plappern zuhören und vielleicht habt ihr am Ende des Videos ja selber Bock, nach London zu kommen und euch Hamilton anzuschauen. Ich möchte ein bisschen über den London Cast sprechen. Ich weiß, viele Leute kennen das Broadway-Album. Das gibt's auf Spotify umsonst. Da kann man das gesamte Musical von Anfang bis Ende anhören. Es geht übrigens um den Gründervater Alexander Hamilton und sein Leben und wie er mit George Washington etc. das Land zu dem geformt hat, was es heute ist. Ob da was Gutes oder Schlechtes bei rausgekommen ist, lassen wir mal dahingestellt. Was ich aber sagen möchte, ist, dass wenn man in ein Live-Theater geht, es immer was anderes ist, wenn man eine andere Besetzung hat. Denn wenn man eine andere Besetzung hat, sieht man gleichzeitig ein anderes Stück und andere Charaktere, da jeder eine eigene Variante hat, den Charakter zu interpretieren und zu spielen. Und ich habe euch hier in dieses Bild gezeichnet, meine Lieblingsschauspieler aus der Londoner Besetzung von Hamilton in ihren Rollen auf der schönen Hamilton-Bühne, die wirklich wunderschön ist, komplett hölzern und schöne Brauntöne, and you know, it's just beautiful. Ich habe Hamilton bisher 6-mal gesehen, 3-mal in der Erstbesetzung mit Jamal Westman und 3-mal mit dem alternativen Hamilton Ash Hunter. I love Ash Hunter. Gerade bei Hamilton zeigt sich, was für einen Unterschied das macht und wie unterschiedlich man den Charakter interpretieren kann. Jamal Hamilton ist sehr kopfig, sehr introvertiert, wirkt immer sehr berechnend und ernst und manchmal schon fast kalt. Dafür wirken aber wiederum dann die Sachen, wenn er eine funny Sache spielt, übelst lustig, weil er dann halt so komplett aufbricht und auf einmal sich so lustig macht. Und das ist halt dann natürlich doppelt funny, wenn er die ganze Zeit sonst super stiff spielt. Das Problem, das ich mit Jamal Hamilton habe, dass ich nicht so gut mit ihm sympathisieren kann wie mit Ash Hamilton. Denn Ash spielt Hamilton liebevoll und gutmütig und man hat das Gefühl, er hat immer nur das Beste für sein Land und für all seine Freunde im Sinn. Wenn er George Washington vorschlägt, Lafayette und John Lawrence dazu zu holen und so, weiß man, er macht das eigentlich, um seinen Freunden noch einen Gefallen zu tun. Und alles Schlechte, was er tut, macht er nicht aus Böswilligkeit, sondern eigentlich eher aus Naivität und Schwäche, die er aber offen zur Schau trägt. Das ist halt ein sehr ehrlicher Hamilton und ein sehr liebenswerter Hamilton, den Ash spielt und das liebe ich. Man muss sagen, sowohl Jamal als auch Ash haben sich stark verändert, wie sie ihren Hamilton spielen. Das heißt, beide treffen sich mittlerweile mehr in der Mitte und sind weniger extrem. Jamal Hamilton ist auch ein bisschen nachvollziehbarer geworden, ein bisschen warmherziger, gerade in den Szenen mit Eliza. Ash wiederum hat es geschafft, trotzdem sehr hart und bestimmt auch zu spielen. Zum Beispiel in der Meet Me Inside-Szene, wo er Washington komplett angeht und man da richtig da sitzt und Gänsehaut kriegt bei Call Me So One More Time. Oder auch mit Mariah Reynolds, wenn diese ganze Auseinandersetzung kommt. Das ist einfach so intens und so gut gespielt, dass ich immer da sitze und einfach nur staune und bewundere. Was ich auch sagen muss, je öfter man das Stück sieht, desto mehr Sachen fallen dann auf und desto mehr denkt man aber auch über den Charakter nach, gerade wenn man auch sieht, wie unterschiedlich er interpretiert werden kann. Ich liebe Ash Hunter und zwar, weil er auch einfach ein super cooler Typ ist, darum ist er hier auch mein Hauptcharakter groß im Bild. Er ist super aktiv auf Twitter und auch dankbar für jedes Kompliment und man hat das Gefühl, ihm bedeutet das richtig viel. Man muss natürlich sagen, er spielt einmal die Woche Hamilton und Jamal spielt ihn 6 oder 7-mal die Woche. Dadurch hat Ash natürlich auch, sag ich mal, den Nachteil, dass ihm die Übung fehlt. Aber dafür kann ich es ihm noch höher anrechnen, dass er ihn einfach so gut und so liebevoll spielt. Es hat mir wirklich doll geholfen, einfach auch mal das Ganze, dieses ganze Fansein von der anderen Seite zu betrachten, weil normalerweise bei der Kinotour von Tube Clash zum Beispiel stehen die Leute ja bei uns an und ich denke mir immer so, ja, keine Ahnung, irgendwie ist es doch nur eine Umarmung und ein Foto, wie kann das Leuten irgendwie so viel bedeuten? Aber jetzt, wo die Rollen so vertauscht sind, verstehe ich auch die Leute, die zur Kinotour kommen und so einfach auch viel besser irgendwie und kann viel mehr nachvollziehen, was das Menschen geben kann, inspiriert von jemandem zu sein. Und das, ja, ist bei Ash zum Beispiel der Fall. Der ist einfach einer der liebsten und bodenständigsten Menschen, die ich so getroffen habe hier. Und ja, weiter! Außerdem im Bild sehen wir Taryn Callender und Cleve September. Und oh my God, diese Bromance ist real, Freunde. Also wenn ihr John Lawrence und Hercules noch nicht geschippt habt, folgt den beiden auf Instagram und sie hauen einfach so die funniesten Stories raus. Not me, you. Because of the callbacks, I can't have people staring at me. I really can't. No! Stay to the stuff you know.
Die beiden sind einfach im Real Life Bros. Und diese Bromance hat sogar einen eigenen Hashtag. Und beide für sich stehen, sind unglaublich gute Schauspieler. Beide auf der Bühne versprühen einfach solche Energie. Ich hatte bisher das Glück, Taryn jedes Mal zu sehen, als ich da war. Also alle 6 Male. Cleve 5 Mal von 6 Mal. Und das eine Mal, als er nicht da war, hat der Bühne einfach ein Riesenstück Magie gefehlt, weil er einfach solche Präsenz hat, einfach so gut schauspielert. Sowohl John Lawrence als auch Philip Hamilton. Ich liebe sein... Well, I heard you got a special someone on the side. Das spielt einfach so funny und süß irgendwie und man denkt die ganze Zeit nur... Ja, Leute, much appreciation zu den beiden und die beiden haben mich witzigerweise tatsächlich inspiriert, eine neue Geschichte zu schreiben. Aber mehr dazu werdet ihr in Zukunft wahrscheinlich hier auf meinem Account mitbekommen. Wird auf jeden Fall sehr cool. Und wahrscheinlich ein Manga oder ein Comic. We'll see. Als nächstes hier als Eliza sehen wir Marsha Soncam. Und ich sag hier als Eliza, weil sie eigentlich Swing ist. Das bedeutet, sie spielt mehrere Rollen, wenn gerade jemand nicht da ist. Und das Verrückte ist, sie spielt sowohl Eliza als auch Angelica und Peggy. Und das musst du erstmal drauf haben, alle drei Skylar Sisters im Kopf zu haben, zu wissen, wo du wann stehst, je nachdem, als wer du an diesem Abend auf die Bühne gehst. Das erste Mal, als wir bei Hamilton waren, haben wir sie als Eliza gesehen. Und sie war meine Favorite Eliza. Sie ist für mich einfach Eliza, einfach weil sie im Vergleich zu Rachel Angle nochmal ein weicheres und liebevolleres Gesicht hat und das verbinde ich eigentlich mehr mit Eliza. Wobei Rachel Angle halt wieder mehr die schüchterne Eliza gut spielt, aber für mich war es Marsha gewesen, ich weiß nicht. Außerdem erinnert mich Rachel Angle immer an Melissa. Das distracted mich immer so, ich gucke immer auf die Bühne und denke, da steht Melissa und das verwirrt mich. Marsha ist unglaublich talentiert, halb Schwedin und daher hat sie auch ihre schwedische Fahne in diesem Bild, inspiriert von diesem Instagram-Bild. Außerdem haben wir sie nach dem Stück auch getroffen an der Backstage-Door und sie ist super lieb, hat sich auch super viel Zeit genommen mit uns zu reden und zu quatschen. Oh, und als Peggy haben wir sie auch schon mal gesehen, das war nämlich der Abend, weil da hat sie uns erzählt, dass sie in der Generalprobe eigentlich Angelica geprobt hatte, dann aber als Peggy raufging und die ganze Zeit immer dachte, hoffentlich verkacke ich meinen Einsatz nicht und stehe am richtigen Punkt etc. Respekt für Leute, die Swing sind. Ich finde das so heftig, dass so der Snob-Musical-Gänger dann ankommt und sagt so, oh, ich habe keine Erstbesetzung, ne, anstatt zu appreciate, was diese Leute jeden Abend für einen krassen Job abliefern. Und darum, nochmal vor The Underdogs, ist Marsha auch eher meine Favorite Eliza. Und ich hoffe, ich kann sie nochmal irgendwann als Eliza sehen. Kommen wir zu Byoma Yugwala. Er ist unser Washington und er ist der beste Washington, den ich je gehört habe. Wenn er bei Right Hand Man auf die Bühne kommt, denkst du einfach, what the fuck, we all gone. Die ganze Bühne bebt und alle nur so, wuh. Er ist einfach wirklich... unbelievable. Ich habe noch nie so eine Stimme gehört, so eine kraftvolle Stimme, die so einen weiten Range hat und so viel Kontrolle in den Höhen als auch in den Tiefen. Teach Me How to Say Goodbye kriegt immer mindestens 2 Runden Applaus. Es ist einfach... Ja, was soll man sagen? Geballtes Talent auf dieser Bühne. Und zu guter Letzt mein red-coded Leslie G. Bowman, aka Generally, aka Funniest Generally Ever. Ich weiß nicht, er spielt so unglaublich gut und was man halt nicht vergessen darf, er hat halt nicht nur diese kleine Rolle von General Lee, sondern ist die ganze Zeit Tänzer und tanzt so gut, dass ich mich so oft verliere, dass ich die ganze Zeit nur ihm beim Tanzen zugucke, anstatt dem Stück zu folgen. Was wiederum den Vorteil hat, dass du erstmal merkst, was für einen krassen Job die Tänzer bei Hamilton eigentlich haben. Die Hauptdarsteller tanzen relativ wenig und die ganze Inszenierung ist relativ stiff, abgesehen von Lafayette und Thomas Jefferson, sage ich jetzt mal. Stehen die meisten nur rum, aber was für einen Job die Tänzer haben, um dieses ganze Bühnenbild die ganze Zeit in Bewegung zu haben, sieht man gerade an Leslie extrem krass am Ende von Yorktown, weil er einfach auch so passioniert und beeindruckend spielt und tanzt. Dann hat er zum Beispiel auch, ich glaube, das ist auf dem Castalbum gar nicht mit drauf, den Red-Coated Drummer Boy, bevor er halt einen Revoluser tötet. Und auch das ist einfach mit so viel Körperspannung so gut. Das ist eine meiner Lieblingsszenen von Leslie. Und ja, unglaublich begabter junger Mann. Das war's gewesen, Leute. Das ist mein fertiges Bild, was ihr hier seht. Ich hoffe, alle Nicht-Hamilton-Fans habe ich jetzt nicht zu sehr gelangweilt. Aber ich glaube, ihr hättet ja auch einfach wegklicken können. ich habe mich ja entschieden, nur noch zu machen, worauf ich Bock habe auf diesem Kanal. Und wem das nicht passt, ja. Sorry. Not
Sorry. Ich lege euch ans Herz, wenn ihr die Zeit habt, kommt nach London, solange ihr den Original Cast hier noch sehen könnt. Kommt an einem Montag, um Ash Hunter zu sehen, an einem anderen Tag, um Jamal zu sehen. Folgt den ganzen Leuten auf Twitter, Instagram. Ich probiere so viel es geht unten in der Beschreibung zu verlinken, um mitzubekommen, wer wann auf die Bühne geht. Es sind alle sehr nette Leute, die sehr viel Liebe verdienen. Und ich freue mich schon auf die nächsten 6 Male, wo ich Hamilton sehen werde. Manche Leute werden sich fragen, wie kann man ein Stück so oft gucken, aber es ist wirklich, als würdest du ein Konzert plus einen Film gucken und du gehst raus und bist einfach inspiriert deines Lebens. Nicht nur von der Story, nicht nur von der Musik, aber von den genialen Darstellungen unseres guten West End Casts. Ich bin sicher, ich habe einige Darsteller vergessen, die ich auch noch erwähnen wollte. Vielleicht mache ich nochmal einen zweiten Teil und erweitere dieses Bild nach rechts einfach. Falls ihr Bock darauf habt, schreibt das in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns. Bis dann, Leute. Haut rein. Tschüss!